Hey Friends, ich glaube, ihr wisst, worum es heute geht. Marke versus Eigenmarke. Was schmeckt besser? Und was ist die Geschichte dahinter? Das erkläre ich euch jetzt. Also, hört gut zu. Ich glaube, das Produkt kennt ihr vielleicht. Die Marke kennt ihr auf jeden Fall. Und jetzt guckt euch das an. Und ihr merkt, ich heb das schon schneller hoch. 172 Gramm. Versus 304 Gramm, also gut die Hälfte, Marke versus Eigenmarke. Das Produkt haben wir in einem anderen Video als Neuprodukt vorgestellt. Und ihr seht, wie schnell es geht, dass ein Produkt, man weiß noch gar nicht, ob es richtig erfolgreich ist, direkt kopiert wird von der Eigenmarke. Weniger drin, im Zweifel günstiger. Ob es gleich schmeckt, das probieren wir jetzt. Ich bin auch schon besonders heiß drauf, denn ich liebe Schokolade und Keks. Das Gleiche habt ihr natürlich auch hier bei Schokobons, weil es Eigenmarke Schokobons. Ihr seht das ganze Thema auch bei Katjes, yes, 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 den Heidi Klum Joghurtten versus die Eigenmarke. Hier 200 Gramm Katjes versus, boah, das ist schwer, 350 Gramm Eigenmarke. Im Zweifel zum gleichen Preis oder sogar noch günstiger. Aber ihr seht hier hinten Katjes Story Familienunternehmen. Und hier Private Label Aldi und Lidl. Warum macht der Handel das? Warum gibt es Marken und Eigenmarken? Gerade in der jetzigen Zeit, Krise, Inflation, Produkte werden immer teurer. Der Handel muss eine Antwort bieten für uns alle, für die Konsumenten, dass man Lebensmittel bekommt, auch zu einem günstigeren Preis. Aber die große Herausforderung in Deutschland ist, dass wir in dem Land leben, was in der ganzen Welt die günstigsten Lebensmittelpreise hat. Warum ist das so? Weil Discounter in Deutschland erfunden wurden. Aldi heißt Albrecht Discount. Das war der sogenannte Herr Aldi oder eben der Herr Albrecht, der gesagt hat, Mensch, wir können, wie damals Edeka, Rewe, auch meine Familie hatte einen Lebensmitteleinzelhandlerladen. Meine Urgroßmutter hatte einen Delikatessenwarenladen für Wein, für besondere Köstlichkeiten. Und die andere Familienzweig hatte eben diese Süßigkeiten. Wir haben uns für die Süßigkeit entschieden. Aber auch nur, weil die Herausforderungen eben da waren, gegen den Discount anzugehen. Der Discount, der Name sagt es ja schon, Rabatt. Es geht nur um Rabatte, um besonders attraktive Preise. Das ganze Thema hat angefangen mit nur Eigenmarke und einfach nur Kopien. Ihr seht es auch hier. Hier ist das Original. Da hat sich jemand was bei gedacht. Da hat Ferrero Entwicklungskosten reingesteckt, Ideen reingesteckt. Und dann wird es einfach nur kopiert. Ihr müsst überlegen, hier arbeiten Leute dran, hier werden Gehälter mitbezahlt, hier gibt es Entwicklungs- und Produktionskosten, neue Maschinen werden gebaut, Maschinenbauer werden bezahlt. Die gesamte Wertschöpfungskette, die wird mit diesem Produkt am Leben erhalten, damit wir es konsumieren, wir neue Produkte finden. Und dann wird einfach nur hingegangen und es kopiert. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, hier steckt viel Arbeit drin und hier wird einfach nur kopiert. Das macht doch keinen Sinn. Warum macht man das? Das Gleiche kann ich euch zeigen bei diesen Produkten. Fidschis! Und was ist das? Ist auch schon nicht mehr im Markt, aber ihr seht. Oder das. Unsere Fidschis. Und was ist das? Ich meine, guckt mal. Nicht nur, dass uns annähernd gleich aussieht, die Packung, sondern auch einfach unsere Fidschis kopiert. Aber ihr seht, auch wenn ich jetzt mal hier ausschütte, guckt mal, das sieht doch nicht schön aus. Das ist doch kein Fidschi. Guckt mal hier. Also, das will man doch nicht, also ja, mehr sage ich dazu nicht, aber wir als Familienunternehmen stellen das im Odenwald seit den 80er Jahren her. Wir haben das Produkt erfunden. Uns gehört, man nennt es IP, Intellectual Property, dieses Produkt, dieses Shape, ich zeige es euch. Und wir haben uns, unser Großvater hat sich was dabei gedacht, der hat Maschinen selber gebaut, der hat die Idee gehabt. Da sind so viele Gelder und Euros an Entwicklungskosten reingeflossen. Und dann kommt eine Marke, eine Eigenmarke und kopiert das einfach. Und das ist bei den anderen Produkten genauso. Was aber entscheidend ist, ist doch auch der Geschmack. Nicht nur, dass es viel günstiger ist für euch, aber deshalb probieren wir es jetzt mal. Ich würde sagen, wir probieren mal Eigenmarke. Fidschis muss ich nicht probieren, die schmecken eh nicht. Aber wir probieren jetzt mal Eigenmarke versus Marke. Ganz wichtig, Geruchstest. Marke gut. Ja, Eigenmarke. Lass uns auch mal kurz die Inhaltsstoffe vergleichen. Ich guck mal kurz drauf. Vielleicht könnt ihr es auch so besser lesen. Ich
versus Marke. Vielleicht bevor ich hinten drauf gucke. Oft ist es so, dass auch andere Unternehmen Eigenmarkenprodukte herstellen. Also andere Familienunternehmen stellen auch Eigenmarkenprodukte her, um eben den gesamten Markt abzudecken. Dass nicht wie zum Beispiel bei uns irgendwer anders frecherweise einfach unseren Umsatzabsatz abgreifen will von unseren Hitchis. Oft ist es auch so, dass die Eigenmarkenprodukte deutlich günstiger angeboten werden und damit die Gesamtproduktionskapazitäten von den anderen Unternehmen eben ausgelastet werden. Wir bei Hitchler haben bei meinem Einstieg, das war 2017, auch Eigenmarkenprodukte produziert. Und ich habe ganz klar entschieden, dass wir keine Eigenmarkenprodukte mehr herstellen werden. Genauso wie das Familienunternehmen Haribo. Haribo stellt bis heute kein einziges Produkt Private Label her. Private Label, Eigenmarke. Auch Hitchler geht diesen Weg. Wir stellen nur Markenprodukte her, denn was da drauf steht, Hitchler Hitchies, unser Name, ist auch da drin. Wir stehen mit unserem Namen für unsere Produkte und unsere Qualität. Und jetzt gucken wir. Also, Weizenmehl 39%, erster Inhalt. Und hier ist das erste Inhalt, Nuss-Nougat-Creme 40%. Auch wichtig zu wissen. Die Inhaltsstoffe, die Deklaration, es ist immer das genannt, was am meisten drin ist. Also wenn ihr hinten auf eine Packung guckt und zum Beispiel lesen wir hier Weizenmehl, da ist hier am meisten Weizenmehl drin und hier ist Nuss-Nougat-Creme drin. Also auch wieder eine kleine Learning-Session für euch. Magermilchpulver, Weizenmehl, hier sind 32,5% Weizenmehl drin und hier sind 39% drin. Und hier steht dann drauf Zucker als zweite Zutat, okay, Zucker hier auch. Aber ihr müsst halt auch gucken, guck mal, Nuss-Nougat-Creme 40% und hier kommt irgendwann Haselnussmark 5%, Zucker, Kakaopulver. Ja, also es ist, wir probieren es. Es riecht auch schon sehr süß. Also es ist auf jeden Fall nicht Nutella, es ist so eine Nusscreme. Ist auch relativ süß und jetzt, da ist auch schon das Ende drauf. Unverkennbar Nutella. Boah. Also, kleinen Spoiler, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Viel, viel leckerer. Bitte probiert es aus. Am besten noch im Laden. Nein, Quatsch. Ey, tausendmal besser. Krass. Okay, kommt. Dann testen wir. Der Prinz aufs Kicken hatten wir schon. Kinder Bueno. Kinder Bueno. Und ist natürlich auch nicht ver... Kinder Bueno, guck mal, ihr guckt es euch schon an. So. Entwickelt, Maschinen gebaut, Ideen. Und jetzt Jumbo, Milch. Ich mach's mal auf. Ich meine, guckt's euch an. Also ich halte es mal so hoch. Marke versus Eigenmarke. Ja, die differenzieren sich ein bisschen. Vom Design halt komplett unterschiedlich. Anders als hier. Da sind die Designs ja relativ ähnlich. Jetzt probieren wir die Marke. Mhm. Geschmack, den glaube ich jeder kennt. Übrigens auch gut aus dem Kühlschrank, so wie Mone und Kobe das sagen. Und jetzt probieren wir die Eigenmarke. Kann man nicht vergleichen. Wenn ihr Eigenmarken habt, wo ihr sagt, die schmecken besser als die Marke, schreibt es in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, was ihr sagt. Ich probiere es, ich verspreche es euch. Friends, das war's. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch sagen will. Marke, Marke, Marke. Ganz viel Spaß. Denkt auch dran, weniger ist mehr. Lieber kauft ihr Markenprodukte, die euch schmecken, aber dann halt nur eine Tüte, anstatt zwei Tüten, die ihr kaufen müsst, weil hier nur 170 Gramm drin von Eigenmarke. Also, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert den Kanal und bis bald. Tschüss!